Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich melde mich gar nicht, bevor ich nicht am Ziel angekommen bin, aber leider bin ich gezwungen durch einen unangenehmen Zufall. Was heißt Zufall? Ich bin sicher, das ist gewollt. Mich dann nochmal zu Wort zu melden, weil es kann durchaus sein, dass ich stark verzögert, wenn überhaupt, ins Land komme. Aktuell in London. Das Problem ist mit den Bordkarten in Berlin. Gibt es ja einfach mal schon mal den doppelten Security-Check für mich über die Homeland Security. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Ich habe auch ehrlich gesagt nur Schlechtes darüber gelesen. Bin hochnervös, angespannt ohne Ende. Habe hier schon Sicherheitsleute aufgesucht, gesagt, hier so und so sieht's aus. Wahrscheinlich wollt ihr mich. Ich kann mir das jetzt schon machen, weil ich habe Sorge, dass ich den Flieger da nicht kriege, weil das Gate wird leider auch erst 40 Minuten vor Abflug angezeigt. Also, die Situation ist für mich brenzlig, unangenehm, Stress. Stress sagte ich schon, nochmal, also Stress, dreimal schon. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob die mich vielleicht auch irgendwie erstmal in Gefahr nehmen. Also ich kooperiere, ich habe auch nichts zu verbergen. Ich bin auch ein seriöser Mensch, aber gibt ja einen Grund, warum ich das kriege. Also wohl ist mir nicht. Ja, 20 Minuten habe ich gebraucht. Bin jetzt bei den Baggage Claims. Och, ich sehe sogar meinen Koffer. Besser kann es ja gar nicht gehen. Ja, wie günstig. Es gab tatsächlich nur eine Frage, wo ich hinfahre, aber ich musste nicht zur Secondary, war alles einwandfrei. Ich war auch der Erste, also eigentlich ein glatter Durchrand. Nicht mal vor einer halben Stunde gelandet. Läuft sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Rental Car. Und ja, dann geht's eigentlich auch schon los. Ja, hier geht einiges. Hier geht einiges. Hier geht einiges. Ja, ich hatte ja immer mal erwähnt, ich würde gerne den neuen Tucson fahren, weil der alte hat im Utrip 1 mich doch eigentlich massiv überzeugt. Ja, so ein Grand Cherokee würde ich unter Umständen auch kriegen, aber ich muss echt sagen, nee, ich muss sagen, mit der Farbe, das ist ein richtig, richtig geiles Glauben. Ja, den werde ich nehmen. Schlüssel habe ich schon gekrallt. Ja, weiß jetzt auch nicht so genau, ist zwar nur ein All-Wheel-Drive, also kein direkter Allrad, sondern einer, der das scheinbar selber regelt. Aber ja, man kann mit dem sicherlich schon auch ein paar Sachen machen. Also wir müssen es sogar machen, also was heißt wollen, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen uns da ein bisschen einfuchsen, ja, USB, ja, ein bisschen dünn ist er, ausgestattet, ein Port, das reicht aber. Ja, ich lege jetzt erstmal alles um, bereite das Ganze vor, aber wirklich jetzt mal so rein, erster Eindruck vom Wagen, der ist wirklich gut. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall. Den gibt es zweimal hier. Ich hatte ursprünglich einen grauen, aber der hatte dann 11.600 Meilen runter. Das ist dann ein bisschen doch arg. Der hat jetzt, glaube ich, 3.600. Gibt einen, der hat weniger. Der hat aber leider nur ein Zweirad. Und hier habe ich ja wenigstens doch die Möglichkeit, eventuell auch etwas Sandiges zu meistern. Das wird gemacht. Darauf lege ich es ja auch irgendwo ein Stück an. Hat auch leider keine Fußmatten, die man dann immer mal so abschüttelt. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Ich werde mal in den anderen reinschauen, wenn da welche sind, würde ich mir zumindest den Satz mal übernehmen. Hier haben wir doch gleich einen. Erledigt, Autos eingerichtet, Bett ist gemacht, Decken, alles top, wunderbar. Leider hat mein Sohn mir vergessen, Sterni mitzugeben. Was haben wir denn jetzt? 0.46 Uhr. Hier ist ein In-N-Out, das macht in einer Dreiviertelstunde zu, da werde ich nochmal einkehren. Boah, habe ich einen Bock auf den Burger. Ja, und dann bin ich gar nicht sicher, wie weit ich noch fahre. Ich hätte offiziell noch 1,5 bis 2 Stunden. Ich glaube, ich muss ein bisschen abkürzen, weil ich habe am Schluss eine Gravel Road noch, über 20 Kilometer, meine ich. 12 Meilen, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ein
entweder probiere ich es oder ich... Das probiere ich sicherlich mal. Wenn es nicht geht, bleibe ich halt stehen und schlafe erstmal ein paar Stunden. Morgen früh geht es auf jeden Fall zeitig los. Ich habe auch wieder ein recht straffes Programm zu Beginn. Ja, mittlerweile haben wir es sogar schon 2.05 Uhr. Ich bin hier einsam und verlassen und bin jetzt lustigerweise mal wieder für einen kurzen Augenblick in Arizona. Aber ich denke mal, in einer Viertelstunde bin ich zurück in Utah. Dann komme ich auf den Highway 89A, den kennt man ja eigentlich ganz gut. Da war ich auch schon mal im Mai 2015 gefahren. Aber schon wirklich ein bisschen öde jetzt langsam. Viel geht heute auch nicht mehr, aber es liegt jetzt nicht an der Müdigkeit, sondern einfach auch am Bock. Weil es macht keinen Spaß. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Achso, es gibt noch Folgendes zu sagen. In einer Viertelstunde habe ich 13 Grad verloren. Also wir haben bei 12 Grad habe ich eingekauft, also 11, 12, das war so ein bisschen die Kante. Dann bin ich auf ein Hochplateau gefahren und jetzt haben wir minus 1. Also habe mal das Fenster runtergemacht, mal Hand raus, also es fühlt sich auch so an. Da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was verändert in der Viertelstunde. Aber jetzt alles halb so wild. Also ich denke mal, noch 20 Minuten fahre ich, komme ich auf den Highway 89A oder 25 Minuten. Und ich glaube, dann allmählich würde ich dann die Leine ziehen. Bett ist vorbereitet, ich brauche eigentlich nur Zähne putzen und kann mich gleich hinterlegen. Von daher ist jetzt eigentlich immer mit dem Aufwand verbunden. Ich glaube, es wird schwieriger sein, eine vernünftige Stelle zu finden. Genau 4 Uhr. Ich bin doch am Ziel angekommen. 414 Kilometer waren es dann jetzt letztendlich. Mir wurde ja eine Stunde genommen. Ja, Wirepass Trailhead, da wird es dann morgen losgehen. Ich denke mal, 2,5 Stunden werde ich jetzt schlafen. Was gibt es Großartiges noch? Es sind 3 Grad. Besser 0. Wir hatten davor 0 bzw. minus 1. Also mit 3 Grad geht es, aber es ist auch wirklich sehr, sehr frisch. Ein Auto am Trailhead. Ich stelle mich jetzt dazu, ein bisschen abseits. Die Schlichtstraße sind doch nur 12 Kilometer Gravel, die House Rock Valley Road. Und der letzte Kilometer, der hat ein paar Kleinigkeiten, aber der Rest, der ist eigentlich fürstlich, würde ich fast schon sagen. Also die paar Washs, das ist ganz locker. Also warum man da ab und zu sagt, da ist einer dabei, der ist fies, habe ich ja auch erst wieder gelesen vorher. Ich kann es nicht bestätigen, lässt sich sehr, sehr gut fahren. Ganz normaler SUV reicht dicker aus.